Was, wenn sich unsere Welt plötzlich verändert? Was, wenn die Sicherheit, die wir immer hatten, sich auf einmal nicht mehr so anfühlt? Und was, wenn Veränderung keine Phase ist, sondern zu einer neuen Realität wird? Dann ist es an der Zeit zu wachsen, anstatt in Angst zu verfallen. Dann ist es an der Zeit, Chancen zu sehen, anstatt sich dagegen zu stellen. Dann ist es Zeit, an sich selbst zu glauben, anstatt gegeneinander zu sein. Dann ist es Zeit, mit dem Wandel zu fließen, anstatt an Vergangenem festzuhalten. Dann sind wir mehr denn je gefordert, aber auch gefragt, das zu tun. Und noch viel mehr, unsere Werte als starke Wurzeln zu sehen, mit denen wir die Veränderung mitgestalten können. Denn dann haben wir alle die Wahl, uns für die Hoffnung und den Mut oder das Gegenteil davon zu entscheiden. Und wir als Akademikerhilfe gehen seit 100 Jahren den ersten Weg, den Weg der Zuversicht, die uns in die Kraft bringt, mit der wir auf jetzt in die Zukunft blicken. Noch nie wurden so viele Heimplätze verwaltet, Investitionen getätigt, mit Organisationen zusammengearbeitet. Planung und Sanierung von Eigenhäusern vorangetrieben, Heime auf modernen Standard gebracht. Das kirchliche Betreibermodell als neue Form der Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen geschaffen und wir als sicherer, mutiger und verlässlicher Ansprechpartner gesehen. Noch nie wurde so sehr zusammengehalten und noch nie war mehr klar, dass wir das meistern können und werden. Weil wir uns entschieden haben. Mutig in die Zukunft zu blicken, mit der Zeit zu gehen und an unsere jungen Menschen zu glauben. Denn wenn sich die Welt plötzlich verändert, dann ist es unsere Pflicht, jene zu unterstützen, die die Zukunft von morgen gestalten. Ihnen Wohnraum für Ausbildung zu geben und Studierenden aus Mehrkinderfamilien einen leistbaren Zugang zu einem Zuhause zu ermöglichen. Dann ist es erst recht an der Zeit, in die neue Generation und ihre Innovationen zu investieren, Leistung und Verantwortung zu fördern, Stabilität zu schaffen und bei aller Herausforderung auch eine schöne Zeit in unseren Häusern zu ermöglichen. Und weil wir seit 100 Jahren sehen, wie wertvoll all dies ist und wie viel Potenzial in unserer Arbeit steckt, blicken wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit starken Werten, mutiger Zuversicht und voller Hoffnung in diese neue Zeit. Jetzt sind wir gefragt. Und wir nehmen diesen Auftrag an. Der Vorstand der Akademikerhilfe.